Ja, wie komme ich in die andere Zelle? Muss doch irgendwie auch in die andere Zelle kommen. Da ist ja noch eine Kiste drin. Hey Eule! Ist doch irgendwie... Ups. Du bist tot. Da ist er. Geräusche mit der Kutte. Bam. 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 Da ist er. Ich wollte das wegschieben und nicht da rein. Komm ich denn in die andere Zelle? Irgendwas schieben? Da liegt übrigens ein Dildo auf dem Fußboden. Wenn ich die Zeit zurückdrehe, dann bringt da eigentlich nichts, oder? Wie komme ich in die andere Zelle? Okay, mal gucken, vielleicht können wir die noch irgendwo öffnen, die Zellen. Wir gucken erstmal hier. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Ja, kein Problem. So, Pfefferspray-Patronen. Wir müssen vielleicht den Trummer zeigen, so wie letztes Mal. Nö, ich hab da schon was gesehen. Achso. Die kriege ich ja doch nicht raus, oder? Oh, Scheiße! Ja. Das war nicht gut dahinter laufen. Okay. Ich sehe nirgends einen Schalter. Wenn ich die Zeit anhalte und dann da hochgehe, das bringt mir eigentlich auch nicht viel. Wir können wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Ja, Moment. Ich dachte, da geht vielleicht ein Schrank kaputt oder so. Eine Zeit. Bin ich einfach so? Oh nein! Okay. Ja, okay. Wir können nicht einfach so. Du bist oh, das ist gut, das muss auch so werden. So. Ich sehe, ne? Ja. Aber ich kann das doch nicht schieben, wenn die Zeit stoppt, oder? Oh doch, ich kann. Na gut. Schleiß normale Ärsche auf. Na gut, wenn das geht. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Naja, schon dabei. Geil! Ja. Wenn hier wieder schön ist. So ein paar Knochen. Ah! Perfekt. Was? Nass-Tattoo-Kostüm? Cool. Ja, und jetzt? Das hat mir doch gar nichts gebracht, oder? Also, ich hab das Knast-Tattoo. Achso, hier. Dann war das gar nicht. Jetzt mal gucken, was das bringt, wenn wir hier hochlaufen können. Diese Zeitschürze sind heftig. Ich sehe nirgends einen Schalter. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Ja. Aber wie komme ich denn da hoch? Warte mal, jetzt bin ich rüber. Outpock NSA steht da irgendwie an der Tür. Ich weiß nicht gerade, was mir das bringt, hier die Zeit anzuhalten. Da oben ist so ein Gitter, sehe ich gerade. Wunderbar, schleiß normale Ärsche auf.
Naja, wie komme ich in dieses Gitter rein? Vielleicht von hier irgendwo? Oder aus der Nachbarzelle? Irgendwo muss der Eingang zu so einem blöden Gitter sein. Die Frage ist nur, wo? Guck mal, hier brauchen wir jemanden. Aber wen? Was ist ein Ventilator, also nehme ich mal an Humankind, oder? Ah! Humankind, ich rufe dich! Dann mal los! Wow, wow! Ja! Ja! Ja. Ah, dankeschön! Also mir ist das hier irgendwie gar nicht geheuer! Hä? Wieso nicht? Perfekt. So, jetzt können wir das analysieren. So, jetzt brauchen wir... Professor Chaos, rufe dich und deine Lakaien. Chaos! Jetzt hab ich dich, Kleiner. Das ist leicht I. Achtung. Achso. Ah, zieh und... Ah. Jawohl, dankeschön. Oh, ich kann dich einfach runter. Oh, also, puh, du bist wieder da. Ja, ja, ja. Sie haben mich wieder ausgehört. Wir hier. Puh, du bist wieder da. Dann mal, wir finden wir hier. Ja. Jawohl, dankeschön, Jugendzeit. So, gibt es hier noch was zu sammeln? Wieso liegen ja eigentlich überall BHs rum? Man weiß es nicht. Vernichtungsüberkipper-Rezept. Klingt gut. So, mal gucken, was die NSA von South Park alles okay, hat. Wir müssen uns an dem vorbeischleichen und dann zur Tür. Oh mein Gott. Ach klar, NSA war doch das Toilettending. Oh mein Gott. Du schaffst das. Was passiert, wenn er uns sieht? Das muss ich jetzt wissen. Ah, shit. Ich meine, shit! Achso. Du bist tot. Ja, shit ist einfach. Okay, ich muss mal leider, weil ich brauche den Screenshot. Shit. Ich meine, shit! So, dankeschön, habt ihr den Screenshot. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Okay, also das stört ihn nicht. Also, das haben wir ja schon. Und hier können wir noch Toolshed rufen. Ah? Toolshed, ich rufe dich. Toolshed ist da. Ah, Achtung, Toolshed. Gut festhalten, ich fokussiere die rechte Ausbacke und ja. Geht doch. Du schaffst das. Okay, was hat das jetzt gebracht? Ach so, ah. Nice. Ich meine, nice, los. Ach so, das ist eh bloß für die Tür. Tüte mit warmer Flüssigkeit. Ach oh Gott, bitte hat er das jetzt eingesammelt. Komm schon. Mann. Maximum Security. Und können wir jetzt bei ihm so irgendwie? Nein, da kommen wir nicht ran. Egal. So, dann rufen wir nochmal. Was ist das für eine Info hier? Achso, das ist doch gar nichts. Chaos und seine Lakaien. Chaos, ich rufe dich und deine Lakaien.
können wir kein. Hilf dir! So, der Spaundruck auf und Feuer! Oh, wow. Bis bald! Tschüss! So, noch 10 Rätsel, dann haben wir sogar einen Erfolg. Soll ich dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbelten. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Grandos. Gott. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschlord! Freedom Pals, wir haben den Polizeichef. Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Oder die Katze ist so hässlich. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist der Falle! Tut mir leid. Und wer ist der eine Weiße? Er sieht super aus. Oh Gott. Ist die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Jared. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Oh fuck, Jared. Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. Besiege Jared. Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was der für ekelhafte Moves drauf hat. Sex im Knast ist extra heiß. Gönn dir was Süßes. Meine Güte, ey. So, damit kommen wir nicht ran. Nee, ist ja noch irgendwie vertretbar, aber ein ganzes Polizeirevier überfallen ist echt eine heftige Nummer. Manchmal müssen Superhelden das Gesetz auch umgehen. Gibt keinen anderen Bonus, oder? Und dann bleibt man einfach hier stehen. Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Nein. So, das müsste da eigentlich... Ah, ne, der müsste treffen. Oh, 1500 fast. Was? Ah, wow. Okay, dann müssen wir... Da kommt Kaldal. Der sich sein Move rutscht dann auf dem Feld hin. So. Wenn wir aus der Ferne angreifen können, machen wir das auf jeden Fall. Ah, AIDS, zu Hilfe! So, er kann nur gerade angreifen. Ja, vielleicht kann Twig ihn ja dann heilen. Ich weiß nicht, wie stark der Angriff ist. Und damit holen wir ihn ran, das ist nicht so gut. Wir gehen, wenn er direkt drauf geht, nicht. Okay. Keine Gedanken. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Ich muss zugeben, das ist keine gute Idee. Ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Kacke, jetzt verreckt mir wegen AIDS. Ich hoffe, es ist einfach, Mr. Fuchs, geerbt zu sein. Ich habe seit 2 Jahren nicht geschlafen. Gibt's schon große. Danke, AIDS. Ach, verdammt. Und warum haben die das AIDS so komisch geschrieben da oben? Diese Kinder in meiner Hose hätte ich eine Zuckerstange für dich. Bitte auf keinen Fall meine Kunden in die Hose greifen. Was? Kenne ich auch nicht sterben. Gott sei Dank! Sehr gut. Es läuft alles genau nach meinem PR-Plan. Ja, ich gebe dir einen kleinen PR-Plan, mein Freund. Ah, fuck. Wir treffen ihn, stehen aber dann in seinem Feld. Boah, was, die haben auch 1000? Boah, fuck. Das ist echt heftig. Okay, der Kampf wird nicht so einfach. Zumal ich nicht glaube, dass das die einzigen Aids sind, die er hat. Zum Fluten bringen wäre gut, ne? Oder mit Rückstoß. Wo ich lieber gern. Ich würde ihn lieber gern bluten lassen. Aber so können wir seinen AIDS noch treffen. Ah,
hier jemand Callgirl gerufen? Eigentlich nicht, aber okay. So, wir gehen wieder auf eben. So. Fast komme ich mir mies vor. Aber nur fast. So, er kann nicht weit moven. Hier kommt Mysterio. Mysterio kann voll draufhalten. Wir kriegen beide schön Damage. Das er ist gar kein Heiler. Also muss man ihn da hinten bloß ausschalten. Aber das gibt doch Rückstoß hier. Und beide 130? Dann ziehen wir ihm. Wir auch bloß ihm. Dann machen wir doch das. Dann stehen die aber relativ weit vorne. Dann können und alle angreifen. Nein. Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Ach, komm schon. Mann. Okay, jetzt geht's mir schon viel besser. Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression. Schlag ihn. Ja, hau drauf. Keine Kinder in Fummelreichweite. Frustrierend. Operation, dass Jared zu 70% wie einen normalen Menschen aussieht. Und Fehlschlag. Abbruch. Fuck. Alter, ist der stark. Der hat zwei Züge. Okay, wir haben nichts mit Rückstoß, oder? Boah, dieser Husten, ey. Nichts mit Rückstoß. Also treffen wir beide und die sind noch geschockt. Und vielleicht kann Mysterion ihn dann sogar ausschalten. Übernehmen das, Leute. So, kriegt man ihn down? Fuck, könnte reichen mit Bonus. Hier, ein echter Schocker. Am besten fängst du ohne Fingerkuppen von vorne an. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Denn in seinem Weg dürfen wir uns auf keinen Fall stellen. Dann hauen wir ihm eine rein. Alle getroffen. Ja. Tier. Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrieren. Alter. Operation, dass Jared 70% für einen normalen Menschen aussehen, ist ein Fehlschlag. Abbruch. Scheiße, wir müssen jemanden wiederbeleben. Ja, ah ne, Kenny ist ja immer noch da. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Wer will die Motivation von den coolen Typen sehen? Aber wir könnten trotzdem... Haut ihn weg. Ne, das haut keinen weg. Dann werden wir einfach mal wiederbeleben. Hä? So, ne, was mach ich denn? Hat mal jemand 5 Dollar? Wiederbelebung. Ich bin dein Schutzengel, Mutter aus. Ja, dankeschön. Wir brauchen bessere Wiederbelebungstränke. Ja, dankeschön, dankeschön. Den weghauen? Nein. Fuck. Okay, dann würde ich mich erstmal heilen. Okay, die anderen sind nicht so verletzt. Bringt auch nicht so viel. Nee, das bringt alles nicht so viel. Okay, dann greifen wir einfach an. Bringt auch nicht so viel. Müssen wir uns halt vor ihn stellen, ne, um ihn nochmal zu schocken. Oder hier hin und beide. Und dann gehen wir wieder drauf, 100 Pro. Als ob die Nummer noch schlimmer werden könnte. Ich kann jederzeit ein paar Internetkonten hochjagen. Also, wir können jetzt... genug angreifen. Das haut ihn weg. Ihm macht 200 noch was. Ihn können wir auf jeden Fall weghauen. Hauen wir erstmal seinen Kumpan weg. Du wirst mich hassen. Nein, nein, nein. Du
kann schon mal die Umzugswagen bestellen. So, was hast du denn Schönes? Was macht denn sein Special 8? Sein Special heilt komplett, okay. Aber ich würde sagen, was macht das denn? Jage deinen Feind und schille ihm mit einer Berührung, was? Okay, bringt nicht viel außer Block. Danach ist er verwirrt. Aber hier können wir ihm aus dem Weg gehen. Ich weiß noch nicht, ob der Block was bringt, ne? So, dann wollen wir voran. Zur Strafe dafür werde ich deine Treuekarte nicht abstempeln. Was will der machen? Der gleich eine Einführung in Kindererziehung. Ach komm schon. Hey, lass ihn in Ruhe! Gönn dir mal was. Das Wetter schlägt doch! So, Tweak. Zurück. Bringt auch nicht so viel. Meine Haare sind nicht das einzige, was stramm steht. Du perverses Arschloch! Oh, ja, das ist er. So, wie viel? Aha. Das ist, glaube ich, der stärkste Special-Angriff. 200. Bringt genauso viel. Das macht wütend, dann stehen wir wieder im Weg. Ja, senkt die Verteidigung, machen wir das. Was für Bilder, du Schwein? Das verwirrt ihn. Machen wir das mal. Guter Schuss! Ach, der sind. Oh. Keine Kinder in Fummelreichweite, frustrierend! Du bist ein scheiß Psycho! Oh, das kann ich verstehen. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Okay, ich glaube, ich bin bereit. So. Ja, ich hau ihn schon um und das war's dann. Das Kind hat mich angefasst und nicht auf eine nette Art. Nee, ich dachte, ist voll geil gefragt. Hätte doch umhauen sollen, egal. Das haut auf jeden Fall um. Hau drauf. Geh in die Fortune-Höhle zurück, aus der du gekrochen bist. So, Trinkglas, das Ausbrechen. Was? Der Ausbrechen der Jugend. Glas mit Chloroform, ja, das ist klar, dass er sowas dabei hat. Was macht die Polizei mit den Leuten, die sie verhaftet? Was weiß ich denn? Ich bin nur ein Sandwich-Typ. Okay, kurz ins Gesicht. Nein, nein, bitte, es tut mir leid. Ich sag euch alles! Was hat der Polizeichef zu verbergen? Unten sind noch mehr Zellen. Der Lift fährt da runter. Aber wenn er eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ja, ich hab die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch, schwere Entscheidungen zu treffen. Ja. Das ist doch klar, oder? Alter, das war hardcore. Also, das war echt unangenehm. Ich weiß ja, Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Er hat's auch gar nicht anders. Ja. Nee. Dann lebt er noch. Alter, das ist ja ekelhaft. Nee. So. Hey, Mysterion. Du hast ein weiches Herz, vielleicht zu weich. Nein. Du bist
ist ein erbarmungsloser Furzkiller. Geil! Jawohl, Humankind. Ich glaube, wir sollten vergessen, dass das je geschehen ist und nie mehr darüber reden. Nö. Dankeschön. Gut gekämpft. Crime is out of control in our town. Kuhn and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class. There's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhancement and fuck French chicks? Super Craig.